Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Paper Mario. Und ja, bevor wir jetzt groß ins Spiel starten, möchte ich noch kurz eine Anmerkung jetzt im Spiel machen. Ich habe mir überlegt, ein bisschen was zu ändern, so von dem Aufnahmen her. Ich werde jetzt am Stück länger aufnehmen, das heißt, ich werde euch nicht jede Fahrt mehr verabschieden, sondern eine Stunde oder so aufnehmen und cutten. Dazu kommt noch etwas, ich werde die Parts ein bisschen kürzer schneiden müssen, sonst kann ich es nicht hochladen. Tut mir leid, ich würde euch gerne wirklich lange Parts in hoher Qualität und so weiter und so fort hochladen, aber es dauert halt wirklich sehr, sehr lange. Deswegen, ja, ich probiere jetzt mal 15 Minuten und hoffe, dass das dann vom Laden her besser ist. Gut, nehmen wir mal einen Aufzug nach hier unten, denn wir suchen eigentlich die zweite Herzsäule zu unserem reinen Herz. Mal schauen, ob wir es finden können. Und ja, warum ich am Stück aufnehme, kann ich ja gleichzeitig noch so sagen, weil es einfach persönlich ein bisschen angenehmer ist zum Aufnehmen. Okay, der Aufzug ist immer noch kaputt, schade. Gibt es denn hier sonst noch irgendwas? Nö. Aber was wir mal machen könnten, Charaktere Mario. Können wir nämlich jetzt mal wechseln und hier mal schauen, ob es hier vielleicht einen Weg nach rechts gibt. Denn das gibt es auch manchmal. Was ihr gerade seht, da hinten auf der anderen Seite, gibt es noch was. Aber wie wir da hinkommen, werden wir noch sehen. Das dauert nämlich wahrscheinlich noch ein bisschen. Und ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir hier hinkommen. Und boah, werden wir schon noch finden. So groß ist ja Flipstadt jetzt auch nicht. Und immerhin ist es erst die zweite Säule. Von daher, mal schauen. Gut, wir haben hier noch den nach oben. Den brauchen wir nicht unbedingt. Aha, guck mal, da ist noch was rechts. Und da ist ein Schlüssel, sehr schön. Dann haben wir gleich den Weg gefunden. Und ja, gehen damit auch gleich weiter. Da oben ist eine Röhre, in die wir noch nicht reinkommen müssten, weil, genau, die Steine können wir nicht wegwerfen mit unserem Wuffowitz. Das heißt, wir brauchen da noch ein bisschen. Aber was ich noch probieren könnte, fällt mir gerade so ein. Vielleicht in der 3D-Sicht, vielleicht kommen wir dann daran vorbei, vielleicht sind die nur. Hallo, kam ich da nicht gerade noch hoch? Ich komme da doch gerade hoch. Verarsch mich doch nicht. Super. Nein. Okay, hätte ja sein können. Fiel mir gerade ein, vielleicht kommt man da ja doch rein. Aber nein. Doch wohl nicht. Dann laufen wir mal nach rechts. So wie jeder gute Jump'n'Runner, ne? Und sehen, hey, hier ist nichts. Aber hier ist nichts. Ha? Komm. Nope. Auch mit Pixie nichts zu sehen. Mit dem Pixel. Flippy war ihr Name. Flippy. Hier sind zwei Laternen. Ja. Was steht denn auf dem Schild? Flip statt Rand. Vorsicht, Monster. Oh jo. Kein Problem mit. Und schaut mal da. Guck mal da. Da ist doch schon das, was wir suchen. Schub. Oh, okay, doch nicht. Ist auf der anderen Seite was? Hier ist nichts. Aber wir können auf die andere Seite. Ist das nicht fein? Hat man sich das nicht manchmal gewünscht, einfach statt den Berg zu erklimmen oder eine Säule zu überspringen, einfach drumherum zu gehen? Warum ist der hier so schräg? Achso, das sind verschiedene. Okay. Ich will noch auf die andere Seite kurz schauen, bevor ich da hochhänge. Hier können wir noch irgendwas machen, aber wir können ja keine Stampfattacke. Vielleicht können wir später noch was machen hier. Und da sehen wir auch schon, was wir machen sollen. Aber jetzt können wir ja noch nichts machen damit. Deswegen gehen wir mal durch die Röhre dort. Hui, hui, hui. Ja, auf jeden Fall wird es dann für mich bequemer und auch für euch bequemer. Denn dann kommen die Parts hoffentlich endlich wieder regelmäßig jeden Tag. Weil jetzt, also heute am 30. ist heute gerade. Und ich habe gestern nicht hochgeladen, tut mir leid. Ging einfach zeitlich nicht, weil eben die Parts so lang sind. Hey, Held! Du kommst nicht weiter? Versuch es mit dem Drehen. Okay, aber wir kriegen erstmal eine Fangkarte. Und ja, mit dieser Karte können wir Seelen eines Gegners einfangen, wenn es denn klappt.
Und das möchte ich auch machen, deswegen auch das mit den Karten. Ich werde die ganze Zeit mal reinschauen müssen, was wir denn schon haben. Bummelkäferhammer und Squickhammer sind das, die, das sind die Lilan, okay. Ein Pop-Top da haben wir auch. Aber die anderen haben wir nicht. Die anderen. Nee, okay. Hier kommen wir noch nicht weiter. Was ich mich gerade frage. Okay. Später gibt es ein paar solcher versteckten Löcher. Aber. Oh, da geht's nach rechts. Na gut. Das Schild haben wir angeschaut. Und da oben müssten wir jetzt aber endlich die Säule haben. Aber jetzt gehen wir natürlich erstmal unten lang und schauen, ob da was ist. So, zack. Ob wir die da schon haben eigentlich? Ach, ich hätte den fangen können. Ach, verdammt mich. Naja, gut. Nö, hier ist nix. Oh nein, ich bin gefangen. Okay. Was zur Seite, trennen wir schnell auf die andere Seite. Tut mir leid, wenn ich das gerade so ein bisschen ziehe, aber ich möchte halt alles erkunden, um auch nichts zu übersehen. So, jetzt hier mal hoch. Da kommt man nämlich einfach so hoch. So, was steht auf dem Schild? Zur Herzsäule, der beste Weg dorthin, schwebe über die Steine. Wir kommen nicht rüber. Aber natürlich haben wir ja endlich, einen neuen Charakter bekommen, mit dem wir schweben können, was schon immer Peachs Fähigkeit war, in jedem Gemini-Run, in dem sie existierte, sag ich mal, also in dem man sie spielen konnte, konnte sie schweben, sei es mit Schirm oder einfach so, wie in Super Mario Bros. Ich glaube, Super Mario Bros. 2 war das. Wo ja eigentlich in Japan ganz anders war als bei uns. Das ist Super Mario Bros. 2. Ich glaube, es war Bros. Oder war es Super Mario World? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Tut mir leid. Ich glaube, ich verwechsel die nämlich dauernd. Aber ich glaube, Super Mario World war es. Auf jeden Fall gibt es eins, da kann man Mario, Luigi, Toad und Peach spielen. Und dort konnte Peach auch schon schweben, aber sie hat es einfach so gemacht. Also sie konnte halt springen und schweben. Und ja, wir haben jetzt das zweite Tor geöffnet, während ich hier geschwafelt habe. Und jetzt müssen wir noch den... Achso, ja, wir müssen jetzt mal wieder auf Mario wechseln. Denn Peach kann nur schweben. Unten in der Textbox wird es nochmal erklärt, wenn man es vergisst vielleicht. Aber ja. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Was man auch mal machen könnte, ist nämlich... wo ist denn das? Ach, da. Steuerung. Ich mit meinen Waschfingern. Okay. Verwenden. Dann kann ich es euch gleich mal zeigen. Wir müssten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eigentlich, genau, hier oben hinkommen. Sehr schön. So. Dann hätte ich gesagt, ist die Frage, ob wir nochmal mit Dings reden sollten. Nee. Gehen wir ins zweite Kapitel. Hinein. Mal schauen, was uns erwartet. Mit Peach an seiner Seite zog Mario wieder einmal Richtung Abenteuer. Das Ziel unserer tapferen Helden war die mysteriöse Zauberin Merle. Merle. Wenn Merlon recht hatte, war Merle der Schlüssel zu einem der reinen Herzen. Unerschrocken machte sich Mario auf den Weg zu Merles Villa. Aber er konnte nicht ahnen, dass Graf Knickwitz schon vorher gesorgt hatte. Kapitel 2.1. Auf dem Weg zu Merle. Und ja, ich weiß, dass man das wahrscheinlich eigentlich anders betont, aber es klingt cool. Deswegen betone ich es auch so. Und da malt sich die Welt wieder vor unseren Augen auf. Das reine Herz liegt vor uns. Ich fühle es. Wir haben aber noch ein Stück zu gehen. Also los. Yeah. Okay. So. Die Herren Freunde. Was ich mich gerade frage, sind das normale Cooper? Also sind normale Cooper? Egal. Da unten haben wir einen Freund, den wir doch mal fangen können. Fängt die Seele des Gegners, wenn es klappt. Tada!
Und da haben wir einen Pieksgummer gefangen. Und so werden wir das jetzt öfters machen. Später gibt es auch einen Laden, in dem wir die Dinge kaufen können. Später brauchen wir auch gute und, ja. Ach, das Wasser hier. Oh, kommen wir da so rüber? Nein. Aber da waren... Oh, da waren Münzen. Na toll. Eine verpasst, aber egal. Die ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann erstmal wieder auf Peach wechseln. Nui. Und da geschmeidig wie eine Dame rüberfliegen. Könnten das nur alle Damen? Okay, so. Ups, ich wollte auf dem landen. Mit Peach kann man sehr gut Kombos machen mit dem Fliegen. Kommt mal auch so rüber. Und wir müssen erstmal da hoch. Na, das war ja klar eigentlich. Warum habe ich es nicht gleich gemacht? aber da kommen wir so nicht hoch. Das heißt, wir werden schauen, dass da irgendwie ein Hochweg ist. Genau. Das war dann schon wieder zu offensichtlich eigentlich hier. Mit den Drehblöcken. So, schauen wir doch mal, ob ich Skill beweisen kann. ja. okay. ein bisschen angeben muss man ja noch. Auch wenn das jetzt eigentlich nicht wirklich was Schweres war. Ha. So wollte ich das. Dann schauen wir mal. Yay, wir kriegen einen Schlüssel. Ganz unerwartet. Ist da sonst noch was in dem Raum? Nö, aber was sagt denn eine Truhe? Eine Schatztruhe, aber sie wurde bereits geleert. Von wem wohl? Mysteriös. Sollten wir vielleicht Akte XY ansetzen, um herauszufinden, wer die Truhe geöffnet hat? Und ist jetzt noch was? Nö. Was ist ein Pfeil? Ach, damit man weiß, dass man zurückgehen soll, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Na gut, wenn man da schon denkt, wie komme ich jetzt durch die Tür? Weil man die Röhre da oben eigentlich gesehen hat. Und... ja, wir sind wieder Level Up. Schade, ich dachte, man kann abkürzen. Na gut, dann eben auf die herkömmliche Weise. Dafür sind diese kleinen Freunde echt cool. Gehen wir mal durch die Tür erstmal. Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Gefangener. Hi. Ich verachte zwei Dinge. Bärtige Penner und Penner in Latzhosen. Es verzieh dich, du bärtiger Penner! Geh doch zu Melis Villa! In Melis Villa! okay. Aber, wenn er keine bärtigen Männer mag, dann vielleicht eine Frau. Schnittenalarm! Das muss Schicksal sein, jawohl! Du bist mein Schicksal! Bitte, geh mit mir aus! du bist aber drollig. Es tut mir leid, aber ich habe schon was vor. Wo? In Merlees Villa? Ich würde da wegbleiben. Du wirst dort gefangen und Schlimmeres erleben. Schlimmes erleben. Gefangen? Schlimmes erleben? Wovon redest du? Oh, Junge, Junge, Junge. Ich will nicht mehr dran denken. Aber keine Angst. Jetzt hast du ja mich, Baby. Dein Schicksal, deine große Liebe. Nee. Danke für die Info. Wenn ich nicht wiederkomme, rettest du mich ja dann, ja? Du weißt schon. Wie ein gewisser Mann mit Schnurrbart. ja, da wollen die Frauen nur die wahren Helden und nicht die Gefangenen, die geflohen sind, scheinbar. Er sieht zumindest aus wie ein Gefangener. Aber mal schauen, vielleicht ist das einfach nur die Tracht von Merlis, Armee. So. Da kommen wir nicht rein. Da will ich hoch. Will ich da schon hoch? Ja, da will ich schon hoch. Komm, geh weg. Danke. Oh, und dann hui. Oh. Muss ich jetzt echt mit Peach rüberfliegen? Bloß weil ich zu doof bin. Ich hab's doch gerade schon geschafft. Nö, wusste ich doch. Oh, verpasst. Und dann wieder. Cool, wie wir sind. Durch die Gegend. Da muss ja was sein. Bildschirm. Dankeschön. Da ist nichts. Cool. Ah ja, okay. Wenn wir nicht, wenn wir weit fliegen wollen, nehmen wir einfach mal Peach. So. Einfach chillig alle mal treffen.
und dann durch die Röhre. Das war wahrscheinlich da hinten hin. Boah, ganz unauffällig. Und unsere Typen laufen immer noch hier vorne rum, wie drollig. Kleinen Marius.